So, was gehabt, Leute, so sind so, wir kommen zum kleinen Commentary. Ja, im Hintergrund seht ihr eine 127 oder 126 Sekunden Moab auf der Xbox das Spiel. Ich weiß nicht genau, ob der 100, aber das wird ja oben im Ding sind. Mit zwei Bar Connection war das auch noch. Unten ist ja so ein Timer eingeblendet, das seht ihr. Ja, MP7, fragst du sich, MP7, Mann, bist du Noob, die Waffe? Ich habe die MP7 gespielt, weil ich zwei Bar hatte. Ich habe aber noch ein Gameplay, noch so auf 100 Sekunden, aber ich wollte das nehmen, weil ich jetzt zwei Striche gespielt habe. Und das andere Gameplay war P90. Und da habe ich MP7 Schnellfeuer und Schalldämpfer gespielt, weil die Waffe geht Doppel-2 Bomben P90 und so finde ich geht nicht so Doppel-2. Die Perks waren eigentlich Standard und ich glaube, ich hatte Plünderer, Schnellziehen, Lagebericht. Das wäre auch ein locker eine Double Morp gewesen, aber am Anfang bin ich 17 Uhr gestorben. Dann bin ich nochmal bei 16 Uhr gestorben und dann habe ich sie geschafft und ich habe 72 zu 2 gespielt oder so. Und ja, hätte locker Triple Morp geschafft, aber kann man nichts machen, wenn das Spiel halt so dumm sein muss und wegen 2 war sterben muss. Und ja, ich habe dann mit einem Abonnenten gespielt und für den habe ich auch Intro und so gemacht. Gruß nochmal an dich. Und ja, ihr fragt euch sicher wieder, wie Xbox wieder spiele ich. Ja, Xbox spiele ich wieder bei mir Black Ops 2 auf der Play, die keinen Spaß macht, irgendwie, keine Ahnung. Macht einfach keinen Bock. Und weil ich hoffentlich kommt morgen mein Scuff Controller, also ja, für die PlayStation habe ich mein Scuff Controller ohne Adapter bestellt, dass ich spielen kann, PlayStation Controller spielen kann auf der Xbox. Der kommt auch, glaube ich, bis Donnerstag ist alles sicher da, glaube ich, 100%, ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe, weil so eigentlich ist das Gameplay jetzt gleich vorbei. 10 Sekunden oder so. Also Scuff Controller, ich empfehle euch wirklich kurz einen Scuff Controller. Ich hole mir den PS3 Scuff, weil da habe ich einen kleinen Vorteil gegenüber von dem Xbox Spielen, weil ich jetzt schnell schießen kann und ich finde ihn präziser. Also ich finde zum Beispiel den Controller nicht so präzise. Und dabei eigentlich die Moab. Ich lasse ein bisschen Mucke laufen bis zum Endscore und jo Leute, dann danke fürs Anhören und jo, euer Socki, tschau.